Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Splatoon 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Rumi! Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Splatoon. Ja! So, letztes Mal haben wir das Teil hier freigeschaltet und ich bin gespannt, was da drin auf uns wartet. Ja, das ist wirklich mal eine interessante Art zu reisen. Eine wunderschöne Gegend haben wir hier. Vor allem rechts von uns. Die Harmoniefabrik. Ja. Warte mal. Hier gibt es mehr zu sehen als im letzten Sektor. Ah, okay. Da oben ist wahrscheinlich ein Boss. Das Gebiet sieht auf jeden Fall geil aus. Bin mal gespannt, was wir hier finden. Da sehen wir nochmal das ganze Gebiet in einem. Und da ist auch schon das erste Level. Treff ich's? Ich hab's getroffen. Jetzt muss ich nur noch hier den Weg frei machen. Dann komme ich da oben auch dran. Ja, die Upgrade-Punkte bringen mir nichts, solange ich keinen von diesen Anchovies finde. Oh, wieder was für den Dekotisch. Danke. Im Übrigen, was die eine Geschichte da angeht, hier diese Alterna-Logs. Ich gucke, dass ich die immer so knapp vorm Ende mir angucke, damit wir das in einem durchlesen können. Wir finden hier echt viel Zeug und das Ding sah interessant aus. Schade, dass ich mir nur eine Sekunde angeguckt habe, ne? So, das dann mache ich noch weg und dann machen wir das Level. Hinter ist doch bestimmt auch was versteckt. Ich wusste es, ich lese dieses Spiel. So, jetzt aber wirklich. Auch zu dem Level. Hoppa! Da ist hier noch ein paar mehrere Möglichkeiten, was ich machen soll. So, wir machen das immer mit der Heldenausrüstung und den restlichen Kram mal ich aufscreen. Das kennt ihr ja. Die Helden, also da, wo die Heldenwaffen immer Pflicht sind, da ist auch gratis reinzukommen. Diese Herausforderungen, die kosten was. Holt ihr den mal? Ich suche so lange hier im Weg hoch. Oder ist gar nicht vorausgesehen? Nee, ich soll da gar nicht hoch. Oh, ich muss aber bestimmt gleich nochmal oben drüber. Los, mach ihn weg. Lenk ihn ab. Danke, Saimi. Wir könnten ihn ja auch mal versuchen, einen richtigen Namen zu geben, den kleinen Kerl hier. Ihr könnt mir ja mal ein paar Vorschläge in die Kommentare schreiben. Dann können wir dem mal einen Namen geben. Dann rufe ich den nicht immer mit Saimini, sondern beispielsweise Anchi. Für Anchovies. Oder irgendwas in der Art. Hat irgendeine Splatoon-Anspielung. Wäre ganz schön. Oder ein richtiger Name, wie Roger. Können ihn auch Peter nennen. Los, Peter! Oh, direkt über mir ist ein Sniper. Das ist gemein.
Ja, die hebe ich mir für den richtigen Moment auf. Um den dann wegzupusten. Weil die Sniper haben eine unglaublich hohe Reichweite. Erstmal reinpfeifen. Komm, mach ihn fertig. Und tschüss. Ich habe mir der Truisuka einfach gar nicht getroffen. Okay, das Level war einfach. Sagte ich, jetzt muss ich nur noch darüber kommen. Und geschafft. So. Habe ich hier noch irgendwas vergessen? Nein. Was will das Teil gerade von mir? Im Übrigen, die Loks, die schreiten sich mit jedem Level einmal frei. Wenn ich ein Level mache, dann wird ein alterner Lok freigeschaltet. Das Teil da über mir rechts habe ich gesehen. Hole ich auch. Aber nicht sofort. So, rein damit. Dann komme ich hier auch hoch. Wir haben hier noch einiges an Leveln zu machen. Ich will jedes Level euch zeigen. Jedes. Oh, auch noch mit Dual-Platscher und dem Klotzer. Der Klotzer ist ein Scharfschützengewehr, ist jetzt aber nicht so krass. Mit Hilfe der Schwämme soll ich das Ziel erreichen, okay. Ich wusste nicht, dass er das in einem füllt. Zumindest nicht, dass das Tempo genau mit mir übereinstimmt. Schön, dass du auf ihn gehst. Hol ihn dir. Easy peasy. So, mach ihn fertig. Für den Speedrun hätte ich auch über die Kisten klettern können. Das weiß ich. Also, das war offensichtlich. Aber ich habe keinen Speedrun vor Ort, Leute. So, die Schwämme sind doch ein guter Schild. Aber wenn die sich auf meinen Saimi konzentrieren, dann ist es egal. Wisst ihr was, Leute? Ich nenne ihn Anki. Los, Anki! Bis ihr mir einen besseren Namen vorschlägt. Wenn ihr einen besseren Namen für ihn habt, dann immer raus damit. Solange nenne ich ihn Anki. Nein, du sollst das da angreifen. Oh, wieder Rüstung. Ja, ich glaube, wenn man so 4 Rüstungsteile reinbringt, dann kriegt man so 100 Punkte mehr. Boah, das Level ist lang.
Oh, die Tezuka. Ich vergesse immer, dass man mit der ein bisschen höher zielen muss. Das vergesse ich jedes Mal. Jawollo. Wieder 1000 mehr. Ich will noch direkt das nächste Level machen. Kimmelkorn kaputt. Okay, bei allem drei habe ich die Insta-Bombe. Ich spiele mal mit der Nautilus. Ah, wir haben eine Splitling. Das ist auch eine Herausforderung. Alle Zielscheiben treffen. Oh, noch getroffen. Die Musik ist auch krass. Oh, noch geschafft. Okay, das war eine coole Mission. Vielen Dank. So, dann machen wir mal weg. Ein neuer Weg wurde frei. Wir wollen aber erstmal hier unten alles frei kämpfen, ne? So, gönn dir. Ich frag mich, wie dieses Zeug wohl schmeckt. Also, Anki scheint ja zu gefallen. Falsche Taste. Ja, ein Anchovis. Also ein Anchovium. Upgrades. Ah, ich brauche 3. So, und dafür habe ich nicht genügend, sehe ich. Bräuchten also mein neues Level. Ich habe noch keine Schriftrolle hier gefunden. Er hat auf jeden Fall Geld gefunden. Okay, ein Hin- und Zurückweg von hier. Ich finde nur Geld. Naja, Fischeier. Aber er ist so gesehen die Währung von dem Spiel. Der Denker. Gönn dir. Komm ich da oben überhaupt dran? Von hier aus glaube ich nicht. Der Seite aus wahrscheinlich schon eher.
So, mach du mal so lange das weg, während ich da holen gehe. Hier ist auch ein Aussichtspunkt. Ah. Oh, ein Coupon. Was sehen wir denn von hier? Die halbe Map. Wir wissen ja auf jeden Fall, dieses Ballonrätsel ist auf jeden Fall eine Schriftrolle von der Story. Würde ich aber erst drüber gucken, wenn ich auch wirklich alles gefunden habe, beziehungsweise alle Teile hier einmal freigemacht habe. ...2000 wäre das eine. Na gut, wir gönnen uns erstmal den 200er da. Dann ist der schon mal weg. Guck mal, schon ist sehr viel frei hier. Mit der Spinddeko ist übrigens bei dieser Bär GmbH das Zeug gemeint. Da würde ich dann auch eventuell noch ein paar Folgen bringen. Weil ich das so bei Community Teams wahrscheinlich nicht so wirklich machen werde. Also eventuell mache ich dafür auch noch eine Playlist, dass ich das dann auch noch bringe. Wir suchen jetzt diese Folge jetzt noch alles hier unten zu Ende ab. Was es hier so gibt. Und noch ein Coupon. Oh, er hat was gefunden. Gut, das hätte ich auch gefunden. Hier geht's hoch. Wie kommt es, dass ich keine Schriftrolle finde? Glaube ich genau dran vorbei. Also da ist ein Level. Genauso wie dort. Schalte ich schon mal frei. Dann können wir die das nächste Mal spielen. Dich kann ich mir nicht leisten. Zumindest jetzt gerade nicht. Er hat wieder was gefunden. Da oben. Hab's gesehen. Noch mal ein bisschen Geld. Ist aber nicht viel, was er so zwischendurch findet. Da rechts, da links müsste ich auch noch mal. Und noch eine Platte. Kann ich mir sehr viel schöne Musik anhören. Ah, endlich eine Schriftrolle. Inklinge und Octolinge ins Plätzwisch schätzen ein gewisses Maß in dargestellter Aktivität zur Erfindung in soziale Umfelder. Jugendliche bevorzugen auf Kleidung bestimmter Milieus und messen sich regelmäßig in etablierten Dominanzritualen. Es hat sowas Jojo-mäßiges, das Bild da gerade. Da haben die sich gerade an einen Anime orientiert. So, hat es einen Sinn, jetzt hier hochzuklettern? Da oben ist auf jeden Fall auch nochmal was. Ich würde da dann auch die nächste Folge gerne starten. Wenn ich hier irgendwie hochkomme? Ja, komme ich. Dann machen wir nämlich das nächste Mal Kammschere rein. Da muss ich mit dem Kammpanzer arbeiten. Ich hoffe, dass ihr Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, kennt ihr den Drill? Like da lassen, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!